Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt das Skript Walz-Missionen an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom lieben Modder Tim. Gibt es, weil das Skript logischerweise nur für PC und Mac. Was macht das Skript? Relativ simpel. Einmal aktivieren und dann habt ihr die Möglichkeit, bei Missionen sogenannte Walz-Missionen zu bekommen. Das sieht dann so aus, wie ihr hier drinnen bei mir seht. Das kommt in der Regel dann, wenn ihr Felder bei Missionen, wenn ihr die angesät habt, nach den Seen kann dann eine Walz-Mission kommen. Allerdings heben sich die Düngermission und die Walzmission gegeneinander auf, beziehungsweise die arbeiten gegeneinander. Deswegen ist es nicht immer garantiert, dass Walzmissionen kommen, aber sie können kommen. Ne? In dem Falle. Ihr seht, so sieht das Ganze dann aus. Laut Tim verdient man ungefähr 700 Euro pro Hektar. Das natürlich multipliziert, je nachdem, wie groß das Feld ist. Ne? Ich habe jetzt hier eine Mission, so eine Walzmission angenommen. Das seht ihr hier oben. Feld 42 bringt mir bei 1,29 Hektar 1478 Euro. Ich bin hier auf dem Feld, klappe einmal hier die Walze aus, die mir das Spiel vorgegeben hat. Ne? Könnt ihr euch dann natürlich auch leihen. Die Geräte sind dann alle mit dabei. Drückt dann einmal hier, einmal auf die Taste V, dass das Ganze nach unten geht. Und dann kann ich hier dementsprechend schön walzen und damit arbeiten. Und ihr seht, da kommt dann dementsprechend auch hier der Fortschritt mit dazu. Ist natürlich je nach Größe der Walze, ob ihr nur normal habt oder also ob ihr die Standardwalzen nimmt oder ob ihr Modded-Walzen nimmt, die schneller fahren. Zieht sich das Ganze natürlich, versteht sich, ne, ist klar, aber ihr seht, das Ganze arbeitet hier und das ist dann dementsprechend auch die Hauptsache dahinter. Noch eine kleine Anmerkung für alle Leute, die Easy Dev Control nutzen, so wie ich, weil ich bin da fast dran verzweifelt. Solltet ihr das Problem haben, dass keine Walzmissionen generiert werden, ist es wichtig, wenn ihr bei Easy Dev Controls hier unter Felder und Farmland Felderfrucht festlegen und dann einfach mal alle Felder oder die das Feld, was ihr zum Beispiel mal mit haben wollt, was mal gewalzt werden sollte, auf Wachstum gesät setzen und dann hier unten muss gewalzt werden, hier muss ein Ja drin stehen, dann das Feld bearbeiten und dann kann es nach einer Weile auch dazu kommen, dass die Felder dann für Walzmissionen freigegeben sind, falls ihr eure Felder mit Easy Dev bearbeitet. Warum auch immer, es gibt ja mehrere Gründe dafür, ne? Ich mache das ja zum Beispiel hier für die Mods, deswegen nicht, dass er da genauso verzweifelt wie ich. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen, ist ein Skript, ist 16 Kilobyte groß, könnt ihr also ohne Probleme nutzen. Gut, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.